Der mittlerweile 21-Jährige hat sich zuletzt in der Justizanstalt Graz-Karlau in Strafhaft befunden. Dort dürfte der rechtskräftig verurteilte IS-Terrorist verbotenerweise Zugriff auf ein internetfähiges Smartphone gehabt haben. Seit Anfang November 2019 hat er sich nach Erkenntnissen des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung unter dem Pseudonym Khalid Intigami über seinen Instagram-Account mit mehreren Personen, die mit dem IS sympathisieren, unterhalten. Via Instagram, aber auch auf anderen Kanälen soll Lorenz K. Propaganda für die Terrormiliz betrieben haben. Damit nicht genug, einen seiner Gesprächspartner, ein vermutlich in Deutschland lebender Mann, wollte Lorenz K. laut BVT zu einem Sprengstoffanschlag in Deutschland oder Österreich anstiften, wobei er diesem eine Anleitung zur Herstellung eines Sprengsatzes angeboten hat. Die Staatsanwaltschaft Graz hat mittlerweile Ermittlungen wegen versuchter Bestimmung zum Mord und versuchter vorsätzlicher Gefährdung durch Sprengmittel, begangen jeweils als terroristische Straftat, aufgenommen. Offizielle Bestätigung gibt es diesbezüglich noch keine. Fest steht, dass Ende Juli die Durchsuchung der Zelle des 21-Jährigen und die körperliche Untersuchung von Lorenz K. vom Grazer Landesgericht für Strafsachen bewilligt worden ist. Lorenz K. ist nach Informationen mittlerweile in ein anderes Gefängnis verlegt worden.